7 Aussichtspunkte, 2 Assassinenaufträge, 22 Truhen, 5 Notenblätter, 13 Animusfragmente und 5 geheimnisvolle Orte. Wow. Wir haben ja reichlich hier. Den ersten Synchronisationspunkt ansteuern. Jetzt zuckt mir das Ohr gerade. Das macht sich immer praktisch unter dem Headset. Beziehungsweise das macht sich immer gut unter dem Headset. Irgendwas war jetzt bei der Formulierung Blödsinn. Und platsch. Siehst du, da haben wir schon die erste Truhe enttarnt. Ups, Entschuldigung, dass ich beim Angeln gestört habe. Halt, Jollegang. Zum Händler. I only trade with ship captains. Sag mal. Ist das ein Bug hier? Trade with ship captains. Erstes Mal antwortet er Englisch. Zweitens. Will er nicht mit mir handeln? Finde ich etwas sehr merkwürdig. Jawohl. So, und da war doch ein Animus-Fragment. Ach, hier ist gleich das nächste. Wo denn? Ach, da unten. Scheiße! Yeah! So, trotzdem war da drüben ein Fragment. Nämlich da. Randy Dandy, oh! Da will sie was hören. Also scheppisch sitzt hier schon aus, muss ich sagen. Ich würde sagen, auf zum nächsten Synchronisationspunkt. So, mal sehen, was der zu mir sagt. I only trade with ship captains. Ja, das ist mir jetzt echt schleierhaft, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich nicht. Ich kann jetzt bloß nicht sagen, ist das ein Bug oder... Klar, dass das Sperrgebiet ist. Bloß die Frage, wie ich da rankomme.
Das wollte ich nehmen. Okay, dann lassen wir die Festung mal außen vor. Und joggen einfach mal in Richtung Quest. Mal sehen, was uns da über den Weg läuft. Das machen wir mal noch nicht. Nein! Da ist ein Synchronisationspunkt und ein Artefakt. Da gehen wir nicht dran vorbei. Da kommt Kletter weiter. Ja. Komm weiter! Schwing dich da hoch. Ach Junge. Nun mach doch mal. Geh doch. Soll denn die Truhe sein? Ach so, wir wollten ja in Richtung Quest laufen. Wir stellen ein. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenry. Wer ist das? Adivale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen.
Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Crew der Jackdaw. Die Anzeige präsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. So soll es sein. Gut, schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Adi. Nach einer längeren Pause geht's weiter. Die Pause war jetzt zwar nicht so lang wie sonst. Ups. Nein. Okay, tat nicht weh. Okay. Dann nehmen wir erstmal den anderen Synchronisationspunkt. Ich hoffe, der ist nicht so weit weg. Ah, da ist er. Well done. Ah, da ist noch eine Truhe. Hallo? Sehr schön. Oh, ich hab's gerade wieder im Hals. Was natürlich nicht schön ist fürs Reden und fürs Aufnehmen. Da rekrutieren wir halt mal unsere Crew. Schnellreise freigeschaltet. Yeah. Sensationell. Da ist eine Truhe. Wusste ich doch, dass die hier unten drunter ist. Und hier laufen der Ratten rum. Na lecker. Aha, da gibt es wieder einen Synchronisationspoint. So, mal sehen, was der Händler sagt. Ob der uns auch nicht bedienen will. Good day. Wieso spricht er Englisch? Das muss ich nicht verstehen, oder? Preis? Ach, die hat man glaube ich als erstes. 12.500 seid ihr denn wahnsinnig. Tja, hier gibt es gar nichts besseres groß. Hm. Okay, da gehen wir erstmal wieder. Wieso sprechen die Englisch? Das verstehe ich nicht. Ah, da sind wir. Wäre eine echte Schande, dass er hat. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Yep. Tun wir.
So, welche machen wir noch als nächstes? Na ja, gehen wir mal dorthin. Dahinter. Hinterher! Wo ist denn das Ding? Scheiße. Du kommst nicht frei, Mann. In die Reihe. Ach, gerade, ne? Du bist wie Jaga. War nämlich gerade eine Noten, ein Notenblatt. Gracias. Auf der Meinen Flucht. Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Das wir natürlich verpasst haben. Ich würde trotzdem mal da vorne... Haha, das wird der Turm sein. Eins von fünf Geheimnissen. So. Aha, da geht's hoch. Weltkarte. Okay. Auszug aus dem Tagebuch von Vasco da Gama, einem der Besitzer, der Urheber des Voynich-Manuskripts oder einer seiner Kopien aus der Sammlung des Peter Bradford. Okay. Shanties! Ja. Gibt ja schon eine Menge zum Singen. Nassau! Die Stadt wurde ursprünglich als eine weitere Charlestown gegründet und später in Nassau umbenannt, zu Ehren von König Wilhelm III. Aus dem Hause Oranien-Nassau. Klingt deutsch. Auch sonst besitzt die Stadt eine reichhaltige Geschichte. Im Jahr 1706 gab der offiziell designierte Gouverneur der Stadt auf und damit auch die direkte Kontrolle der Krone über die Bahamas. Die Stadt darbte für beinahe ein Jahrzehnt in der Hand britischer Bürger, die wenig oder gar kein Interesse an der Staatsführung hatten. Bis zum Jahr 1713 war die ganze Region zu einer Zufluchtsstätte für Piraten geworden und in genau jener Zeit erklärte Benjamin Homigold Nassau zur Piratenrepublik. Er ernannte sich selbst zum Gouverneur und spätestens ab dann nutzte jeder Pirat mit einem Mindestmaß an Ruhm und Verstand Nassau als Basis. Die kleine Stadt mit nicht einmal 1000 Einwohnern verwandelte sich dadurch schnell in ein Nest voller niederträchtiger Bastarde, wie es der Gouverneur der Bermudas ausdrückte. Toller Fund zur Piratenrepublik. Ich habe schon davon gehört, hatte es aber als Schwindel abgetan. Es ist so wunderbar. Ich meine nicht wunderbar für die Leute, die ermordet, geschändet und ausgesetzt wurden, aber fantastisch für uns, gibt uns einen Ausgangspunkt. Old Avery Tavern. So, 15 Piraten sollen wir befreien. Ui, das sind aber ganz schön. Ist da was zu holen? Nee. Müssen wir jetzt erinnern, weil wir den Synchronisationspunkt noch nicht freigeschaltet haben. Auf den Turm. Manchmal will er nicht so richtig, der Bursche. Warum auch immer. Ah, da gibt es wieder ein Artefakt. Schatten. Genau, da gibt es wieder ein Manuskript.
Boah, geil. Double Kill. Das aus der Höhe ohne Fallschaden. So, jetzt gab's ja da ein Ah ja, da gibt's noch eine Truhe. Da drüben. Jetzt hab ich das Manuskript oder was das war gerade weggeklickt. Naja. Halt! Im Zelt. Neun von 22 Truhen. Oh, da haben wir noch zu tun. Und jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie viel Synchronisationspunkte noch übrig sind. The Queen's Staircase, die Treppe der Königin. Halt! Manuskripte! Solaris aus Mundus Subterraneus. Die haben immer so komplizierte Namen hier in den Assassin's Creed Spielen. So, hier oben muss dieses Artefakt sein. Ach. Okay. Yeah! Geil, Omat. 5 von 13. So. Ui. Auf zum 8. Da ist wieder ein Synchronisationspunkt. Das ist mit Sicherheit da oben auf dem Mast. Ebener Erde. Was sollen wir tun, Elisabeth? Sei standhaft. Yeah, geil. So, jetzt müssen wir erstmal unseren Kumpel befreien. Sanft oder schmerzhaft? Deine Wahl. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Wieso hatte ich... Naja, wie auch immer. Halt! Artefakt. Ach, auf dem Mast. Hallo, Ladies! Geht's weiter? Schade. Ach doch, 5 von 7, jetzt wird's angezeigt. Okay. Da wurde es angezeigt. Ihr seid ein gesuchter Pirat. Recht wird gesprochen. Kommt zu Sinn, Leute. Ihr seid so verrückt wie ein Seewolf im Blutrausch. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Was ist denn hier los? Die rennen wie die Wilden durch die Kante. Ups. Das ist heiß. So, jetzt müssen wir da hoch.
Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Sprich da rein. Und die Frage hat sich gerade von selbst geklärt. Perspektiv ist mal krass. Das müsste es in VR geben. Uah. Ich glaube, da würde man sich ein bisschen ins Höschen machen. Apropos VR. Gibt's Assassin's Creed überhaupt in VR? Ich glaube nicht. Wie ich gestern erfahren habe, gibt es Borderlands 2 in VR. Ich glaube, Assassin's Creed gibt es nicht in VR. Was aber richtig geil wäre, wenn es Assassin's Creed in VR gäbe. So, aha. Alles klar. So. Und da sind wir auch schon. Darf ich trotzdem? Ja, ich darf. Kommt der auf einmal her? War da gerade keiner da auf der Plattform? Oh Gott, oh Gott, der arme Kerl. Hat gar keinen richtigen Platsch gegeben irgendwie. So, da unten gibt es eine Truhe. Schießt auf mich. Ach, da tatsächlich? Drecksack. So, irgendwie war doch da eine Truhe. Wer will hier auf mich schießen? So, ich will immer noch die Truhe. Muss es doch irgendwo reingehen. Irgendwo unterhalb. Ich drehe erstmal hier eine Runde. Ich kann nicht widerstehen. Aber ich glaube, hier kommen wir relativ schnell wieder hoch. Ich hatte hier irgendwo hatte ich eine Treppe gesehen. Genau. Ach, die war das, okay. Gut. Die hilft da natürlich nicht groß weiter. Naja, gut.
hier hoch? Nee. Schade, schade. Müssen wir noch mal... Nein! Scheiße. So war das noch gar nicht gedacht. Mist. Geht's da rein? Ah! Doch gar nicht so blöd, dass wir hier runtergesprungen sind. Da gibt's nämlich, kommen wir nämlich an die Truhe. Und ich hoffe von da unten auch wieder hoch. Nein. Leider nicht. Na gut. Haben wir wen. Haben wir bei der Gelegenheit wenigstens die Truhe gefunden. Wäre aber ein feiner Zug gewesen, wenn man dort gleich wieder hochgekommen wäre. Aber trotz alledem möchte ich schon die Festung da oben abschließen. Dreimal rum. Boah, kann ich einen saufen. Hohoho. Lecker. Man muss so noch anders da reinkommen. Ja klar, den direkten Weg. Sprich zum Vordereingang. Der Schrei war geil. Drecksack. Auf geht's. Wo ist das Artefakt? Da unten? Ja. Diese Seite. Wo finde ich die? Und hier bitten jetzt noch hier. Auf alle Fälle die Seite. Ah, hier. Piraten retten.
An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Gut gebrüllt, Kadaver. You get back here. Ach, Scheiße. Na, das war jetzt fies. Na, und die Wachen sind wieder da, alle. Logisch. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Du, vieler. Oh, verfluchte Scheiße, ich wollten gerade befreien. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten. Geil. Scheiße, daneben! Ah, fuck! Warum schießt der da daneben? Das lief so geil. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten! Verflucht! Warum schießt er? Warum schießt er nie einfach ein zweites Mal? Und zwar dorthin, wo ich hin will. Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Ah, verfluchte Scheiße! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Jetzt muss ich diese scheiß Wachen da oben erstmal killen, damit ich hier unten nicht gekillt werde. Captain Kenway, komm schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen.
solange diese Scheißer da oben mich abknallen können. Sieht das echt beschissen aus von meinem Plan. Erstmal alle bewaffneten Wachen killen. Sonst habe ich ein Problem. So, jetzt kann ich die ganze Sache in Angriff nehmen. Ups, ich dachte, da gibt es irgendwie einen Heuhaufen oder sowas. Ah, jetzt finde ich die Manuskriptseite. Cool. Drei von fünf Geheimnissen. So, jetzt gehen wir die scheiß Hinrichtung an. Shanties, da haben wir 9. Benjamin Honeygold. Halt! Immer noch ein neuer. Das nicht schon mal? Nee. Okay. Mach doch mal auf. Oh, von der Seite. Dreimal Zucker. So. Jetzt sollte es aber endlich gelingen. An den Händen dieses Piraten klebt. Nimm mich so. Jetzt aber. Oh, endlich. Puh. Die Nummer war gar nicht mal so ohne.